Was ist Kurzarbeit? Kurzarbeit bedeutet, Beschäftigte arbeiten weniger Stunden als gewöhnlich und in ihrem Arbeitsvertrag festgelegt. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Als einer davon gilt nun auch das Coronavirus. Kurzarbeit kann eine gesamte Belegschaft betreffen oder nur einen Teil der Beschäftigten. Was sind die neuen Voraussetzungen für Kurzarbeit? Wegen des Coronavirus ändert die Bundesregierung die Regeln für Kurzarbeit. Haben 10% der Mitarbeiter eines Betriebs einen Arbeitsausfall von mehr als 10%, ist Kurzarbeitergeld vorgesehen. Beantragt wird es vom Arbeitgeber. Was bewirkt Kurzarbeit? Kurzarbeit hat sich als Instrument für den Arbeitsmarkt bewährt. Beschäftigung und Know-how bleiben erhalten, Arbeitsplätze werden gesichert. Wenn die Konjunktur wieder anspringt, können die Unternehmen ihre Produktion schnell wieder hochfahren. Für die Beschäftigten bedeutet Kurzarbeit allerdings Einbußen beim Entgelt. Was ist Kurzarbeitergeld? Das Kurzarbeitergeld ist eine Leistung der Arbeitslosenversicherung. Beschäftigte in Kurzarbeit verdienen weniger oder das Entgelt entfällt sogar ganz, bei Kurzarbeit null. Das Kurzarbeitergeld, das vom Arbeitgeber vorgestreckt und von der Bundesagentur für Arbeit erstattet wird, gleicht das Minus zumindest teilweise aus. Wie hoch ist das Kurzarbeitergeld? Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Es ersetzt ungefähr 60% des ausgefallenen Nettoentgelts. Lebt ein Kind mit im Haushalt, ersetzt es etwa 67%. Bei der Berechnung wird nicht das normale Netto aus der Lohnabrechnung verwendet, sondern ein pauschaliertes Nettoentgelt. Die Agentur für Arbeit hält dazu eine Tabelle bereit. Für die Arbeitszeit, die durch Kurzarbeit entfällt, reduzieren sich die Sozialversicherungsbeiträge auf 80%. Kurzarbeitergeld ist steuerfrei. Beschäftigte müssen es aber, wegen des Progressionsvorbehalts, in der Steuererklärung angeben. Wie lange wird Kurzarbeitergeld gezahlt? Die Arbeitsagentur zahlt Kurzarbeitergeld für bis zu 12 Monate. Die Bundesregierung kann die Bezugsdauer auf bis zu 24 Monate verlängern.